Guten Morgen und willkommen. Ich nehme dich ein bisschen mit. Ich habe einiges vor. Und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, schenken wir meiner Mom zum 60. Jahr eine Kreuzfahrt. Das heißt, wir schleppen die Frau mit aufs Schiff, was bedeutet, dass wir ein bisschen vorher anreisen, weil wir uns im Vorfeld nämlich noch Bremen anschauen wollen, weil das halt einfach im Bremerhaven startet und irgendwie nicht weit weg ist. Und ich muss dann noch ein Hotel buchen. Ich habe einen Plan. Ich werde diese Frau nicht verraten, was wir buchen, aber ich will was Besonderes buchen. Und außerdem hat mein Papa bald Geburtstag. Das heißt, ich muss für ihn noch was besorgen. Natürlich kriegt er mal ein Fresspaket, sprich Landjäger und so wie immer, weil er sich das immer ganz gerne wünscht. Dunkle Schokolade, sowas. Das besorge ich aber nicht hier im Hof, weil wenn ich jetzt dann im Auto heimfahre, wisst ihr, dann schmilzt es und geht kaputt und weiß ich nicht. Das ist halt gut, das mache ich dann zu Hause. Aber eine andere Geschichte, wofür es hier einen sehr speziellen Laden gibt tatsächlich. Das besorge ich hier. Und das erledigen wir nachher auch gleich. Schuhe helfen auch, sorgig läuft sich's nicht so gut. Und weil es mir gerade einfällt, nutze ich in dem Moment einfach auch mal kurz die Situation. Es wurde nämlich gefragt, wie eng man Barfußschuhe kaufen muss. Also ob die normale Größe wie bei normalen anderen Schuhen auch sind oder ob man die größer oder kleiner kaufen muss. Grundsätzlich ist das Ding, Barfußschuhe, die müssen relativ eng sitzen, weil sonst funktionieren die nicht so gut. Das heißt, du musst die so kaufen, dass die gut eng sitzen, aber natürlich nicht zu eng. Das heißt, überall am Fuß sollten die anliegen. Vorne an den Zehen solltest du aber noch ein ganz kleines bisschen Platz haben. Jetzt nicht irgendwie 1,5 cm oder so, aber so wenigstens so zwischen 5 mm und 1 cm ungefähr. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe bei so klassischen Sneaker, Wanderstiefeln, ja, immer Größe 39. Barfußschuhe habe ich manchmal 39, manchmal 38. Also im besten Fall einfach mal ausprobieren. Boah, ist mein Rucksack schwer. Ich hatte eigentlich nicht geplant, Getränke mitzunehmen. Jetzt habe ich aber doch Getränke mitgenommen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, wenn es dann doch nicht reicht, ist auch blöd. Ich bin kein so ein Wasserhahn-Wassertrinker, weiß ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt im Rucksack ein komplettes Sixpack Wasser, was allein schon 9 Kilo wiegt, Leute. Oh mein Gott. Und ich habe noch ein paar andere coole Sachen. Unter anderem ein bisschen Obst. Und ich habe noch zwei Produkte gefunden, wovon ich eins weiß, dass es saucool ist und beim anderen hoffe, dass es saucool ist. Zeige ich dir aber oben, weil auspacken tue ich jetzt nicht auf dem Weg. Und kleiner Hinweis, Geschenk von meinem Vater steht. Wow, wie es einfach jetzt trotz Sonne noch anfängt zu regnen. Wenn ich eh schon so langsam bin wegen dem schweren Rucksack. Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon, das muss noch ein kleines bisschen, so 10, 15 Minuten noch halten, dann bin ich oben. So, ich zeige euch, was die Schätze geworden sind. Weil der Rucksack noch nicht schwer genug war, habe ich zusätzlich noch Milch mitgenommen. Eigentlich habe ich noch genug, aber ich weiß nicht, ich bin immer noch paranoid, wenn meine Milch ausgeht, weil keine Milch bedeutet kein Kaffee, bedeutet schlecht gelaunte Diener, bedeutet böse. Nicht gut. Kommen wir zu den Schätzchen und zwar schau mal. Ich habe die da hier gefunden, die kenne ich schon und die sind unglaublich lecker. Und ich nehme doch so gerne in die Berge diese Dattelriegel mit, ne? Und die sind so ähnlich, das sind halt so Dattelbollen einfach. Und gerade fürs Wandern, die sind so genial einfach. Guck mal, die Sorte ist quasi prädestiniert für mich. Dattel Espresso Banane, hallo, wie könnte ich die nicht mögen? Und die andere ist genauso lecker, Dattel Brownie Kokos. Wobei genauso lecker stimmt nicht. Die sind beide übel lecker, aber die mag ich lieber. Und weil es die nicht so oft gibt und weil die meisten Dattelriegel in den Läden einfach nicht lecker sind, ich habe schon verschiedene ausprobiert, habe ich da vielleicht auf Vorrat ein paar mitgenommen. Für morgen habe ich mir noch ein bisschen Obst mitgenommen. Und zwar Banane und Goldkiwis. Schreibt mal in die Kommis, ob ihr die grünen oder die gelben Kiwis lieber mögt. Ich finde, das macht schon einen extremen Unterschied. Also die Goldkiwis mag ich zum Beispiel extrem gerne. Die grünen so mittel. Ne? So. Und Frischkäse habe ich noch mitgenommen. Neuen Light-Frischkäse, damit ich wieder meine Käsenudeln machen kann. Und das andere Rechnung. Und das zweite Schätzchen, das ich gefunden habe im Laden, ist das hier. Guck mal. Ein High-Protein-Pudding in der Sorte Kaffee. Ist es perfekt für mich oder ist es perfekt für mich? Ich kenne ihn ehrlich gesagt noch nicht. Das heißt, wir werden den auch nachher kurz probieren, natürlich.
live und in Farbe sozusagen. Das gibt nämlich mein Abendessen. Richtig cool. Aber nachdem ich noch gar nicht Mittag gegessen habe und einfach nur in die Stadt gegangen bin, damit ich das Zeug erledigen kann, damit ich das Geschenk von meinem Vater kaufen kann, war ich auch nicht im Café oder irgendwas. Das heißt, ich habe tatsächlich noch nicht Mittag gegessen und bin nur runter, Geschenk, einkaufen, zurück. Und jetzt kochen wir erstmal. Ich habe nämlich ganz schön Hunger. Und heute Abend, wie gesagt, wird dann relativ spät zum Abendessen, aber ist egal. Da probieren wir dann den da. Die sind halt so praktisch. Die haben einfach 20 Gramm Eiweiß pro Becher. So genial. Ich hoffe, dass der gut schmeckt. Ich habe nämlich einen zweiten. Wunderbar mit Knoblauchsoße und mit Ketchup. Und ich konnte endlich mal wieder das leichte Ketchup von Lidl ergattern. Normal nehme ich ja aber das ohne Salz und ohne Zucker von Heinz, aber das hier, wenn ich das kriege, ist einfach cooler, weil es einfach viel günstiger ist. Ja, ich weiß, es gibt bei mir irgendwie jeden zweiten, dritten Tag das gleiche, aber das ist halt sowas von Studentenwohnheim geeignet. Perfekt und lecker und wertetechnisch natürlich auch optimal für mich. Das ist das Geburtstagsgeschenk für meinen Papa neben der klassischen Landjägerbox. Und zwar ist es ein Sturmfeuerzeug. Und hinter dem Sturmfeuerzeug steckt sogar eine Story. Und zwar, meine Eltern, die rauchen ja, und das werden die auch nicht mehr lassen. Also ich habe es auch schon versucht, aber Leute, keine Chance. Das werden die auch nicht mehr lassen. Das akzeptiere ich auch, es passt. Auf jeden Fall regen sie sich ständig auf, weil die ja auch viel wandern gehen, viel draußen sind, wenn dann der Wind halt, wenn die sich eine Kippe anmachen wollen und der Wind macht die dann aus, also das Feuerzeug, ne? Und meine Mom hat sich jetzt auch schon eins gekauft und die hat dann schon gesagt, wo ich gefragt habe, hey Papa, brauchst du irgendwas? Die dann schon zum Papa, geh mal raus, geh mal raus. Und hat den weggeschickt und dann sie so zu mir, also du brauchst ein Sturmfeuerzeug, die kriegst ganz billig für 3, 4 € oder so. Nimm das vielleicht noch dazu. Dann habe ich gesagt, kriege ich hin, mache ich. Okay, habe ich mir gedacht, natürlich hole ich jetzt nicht für 3, 4 € so ein Plastikteil von, keine Ahnung, eBay oder sonst wo. Nein, meine Freunde, ich bin in die Stadt gegangen zu einem speziellen Tabak- und Pfeifenladen und habe gefragt, ob die sowas haben und habe mir das da hier besorgt. Erstens sieht es hammermäßig aus. Zweitens, diese Schachtel ist der Hammer, die übrigens gar nicht dabei war. Das war voll lieb, so ein Opa. Also es war so voll der alte, also keine Ahnung, soll es nicht beleidigend klingen, aber einfach, es war ein sehr, sehr alter Herr, der diesen Laden betrieben hat und der mich beraten hat und der war ganz, 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 ganz arg lieb. Also so richtige Opa-Vibes habe ich bekommen, ja. Und der hat mir die Schachtel noch zugegeben, weil ich gemeint hatte, ja, ich muss es noch verpacken und so. Also warte, ich habe was für dich. Richtig, richtig süß. Und Leute, das muss ich euch jetzt zeigen. Ich muss es voll mein Wissen hier ein bisschen teilen. Und zwar das, was man so umgangssprachlich als Sturmfeuerzeug bekommt, in den verschiedenen Billigläden, in den verschiedenen Online-Shops. Das ist oft gar kein Sturmfeuerzeug. Das ist einfach nur eine sehr heiße Flamme. Die kannst du aber einfach auspushen. Gar kein Problem. Und das, meine Freunde, ist ein richtiges Sturmfeuerzeug. Und zwar kann das umschalten zwischen normales Feuerzeug und Sturmfeuerzeug. Und das Sturmfeuerzeug, da kannst du wirklich nichts auspushen. Deswegen zeige ich dir das jetzt einfach. Das ist richtig cool. Pass auf. So. Schau, da sieht die Flamme nämlich voll anders aus. Schon egal, wie sehr ich puste, schau mal. Die kommt immer wieder. Die ist immer wieder da. Dann geht es ins Normale über. Klick. Und dann geht es wieder aus. Ist das nicht der Hammer? Das ist richtig praktisch. Und dann kann der Mann rauchen, so und wie er möchte. Ist natürlich wieder auffüllbar. Wundervoll. Das verpacke ich dann noch zusammen mit Landjäger und vielleicht noch ein bisschen dunkle Schokolade, weil ich habe schon mitgekriegt, so über 5 Ecken, dass seine Vorräte, was dunkle Schokolade angeht, leer sind. Das heißt, das werden wir besorgen, verpacken und dann freut sich der Mann. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, der super wichtig ist und als To-Do noch auf meiner Liste steht: Hotel für Bremen. Und zwar werden wir ja dann im Oktober Richtung Norden mit dem Zug reisen. Und unser Schiff wird hier oben ganz im Norden von Bremerhaven starten. Aber nicht weit weg von Bremerhaven ist natürlich Bremen. Und weil wir da alle noch nie waren, würden wir uns gerne die Stadt anschauen. Dafür brauche ich ein Hotel und ich habe mir gedacht, ich buche kein normales Hotel, sondern ich buche ein richtig cooles Spezialhotel und werde es meiner Mama auch nicht verraten. Sie wird es erst sehen, wenn wir vor Ort sind.
Ort sind. Und zwar, schau mal, man kann da eine Segeljacht buchen. Also, und die liegt natürlich in diesem Hafen, weil wir natürlich kein Bootsschein haben und nicht fahren dürfen und so. Da bräuchte ich einen Skipper dafür, sondern wirklich nur als Hotel. Aber das ist halt richtig cool, weil einfach vorbereitend für die Kreuzfahrt, schau mal, wie die aussieht. Das sieht richtig schön aus. Und ich meine, ich bin eh so ein Schiffsliebhaber, Domi auch. Meine Mom, die findet es bestimmt mega witzig. Also, die ist da relativ robust. Ja, ich finde es total genial. Und man kann einfach an Deck frühstücken. Ich habe auch schon geschaut, in der Nähe gibt es Läden. Das heißt, wir können da ganz gemütlich frühstücken. Auf dem Boot, auf dem Deck, oben drauf. Ich hoffe halt nur, dass es nicht regnet, wenn nicht, ist blöd. Aber man kann auch innen essen. Schau, hier gibt es quasi so einen Klapptisch, weil da ist natürlich alles eng, logischerweise. Ich meine, Hausboot ist jetzt nicht für Platz ungefähr da, sondern einfach fürs Feeling, fürs Ambiente. Es gibt drei Betten, also drei Doppelbetten, also mehr als genug Platz ohne Ende. Das sieht auch richtig cool aus mit diesen ganzen, ja, wie sagt man da, Steuerelementen und so, von denen wir keine Ahnung haben, aber ich finde es toll. Und das sieht dann einfach hier mit den Schlafkojen richtig kuschelig aus, klein, eng, einfach Bootfeeling, sage ich mal. So dieser kleine Innenraum, da kommt man von da oben dann rein. Der ist auch so zentral gelegen. Und man kann sich rechts und links damit zur Couch hinsetzen. Es gibt auch Kaffeemaschine an Bord. Es gibt alles an Bord. Also es ist wirklich rundum Wohlfühlpaket. Die haben sogar einen Fernseher. Also was will man mehr? Es gibt ein kleines Bad, klein, aber fein, ganz klassisch schiffsmäßig einfach. Also rundum versorgt. Insgesamt sieht es so aus. Ich finde, also es gibt eine Küche, man kann irgendwie auch Essen machen oder so. Also ich finde es richtig genial. Glaubt ihr, meine Mama wird sich über dieses Hausboot freuen? Also ich glaube schon. Ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt auf ihr Gesicht, weil wie gesagt, wir werden das vorher nicht verraten. Wir werden einfach nur hingehen und wir werden sie auf das Boot schleppen und sie wird es quasi erst erfahren, wenn sie dann vor dem Boot steht und merkt, dass das Boot unser Hotel ist. Ich finde, das ist eine richtig coole Aktion und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Zeit fürs Abendessen. Wir probieren diesen Kaffee-Protein-Pudding. Er hat 20 Gramm Eiweiß pro Becher und 153 Kalorien, also lässt sich wirklich sehen. Ich rutsche mal zur Seite und blende euch auch hier natürlich mal die Nährwerte insgesamt noch ein. Ich rühre den immer gern ein bisschen rum, weil diese Proteinpuddings, die sind so ein bisschen stichfest, sage ich immer. Und das ist nicht so mein Ding. Also ich empfehle euch da wirklich, das Teil so ein bisschen aufzurühren. Schmeckt dann einfach von der Konsistenz her cremiger und besser. Oh, der riecht schon so gut. Oh mein Gott. Boah, warte, warte. Boah, bitte schmeckt so, wie du riechst. Boah, ist ja gut. Oh mein Gott, ist ja lecker. Boah, das ist ja richtig lecker. Okay, dann müsst ihr kaufen, Leute. Dann müsst ihr kaufen. Wenn ihr auf Pudding steht und wenn ihr auf Kaffee steht, dann kauft euch diesen Pudding. Der ist der Hammer. Ja, so habe ich, glaube ich, muss morgen noch mal zum Lidl und mir da einen kleinen Vorrat anlegen, solange es den gerade noch gibt. Weil der war nämlich mein Geburtsregal. 10 von 10. Definitiv 10 von 10. Und damit schließe ich aber auch dieses Video. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen, alles, was gerade irgendwie relevant war bei mir und alle To-Dos, die ich halt so hatte. Es war ein unglaublich produktiver Tag. Ich meine, ich habe ein Hotel gebucht für Bremen. Ich habe ein Geschenk für meinen Papa besorgt. Ich war einkaufen und habe coole Sachen besorgt. Den Vormittag habt ihr im Video gar nicht mitgekriegt. Heute Vormittag waren noch 6 Stunden Vorlesung und ein bisschen Vor-Nachbereitung noch. Das heißt, er war auch unglaublich produktiv. Das heißt, insgesamt richtig gut der Tag. Ich bin extrem zufrieden. So. Und weil wir heute von Kreuzfahrten geredet haben, ich gucke zur Seite. Hier ist die Kreuzfahrt in der Karibik gewesen. Da waren wir ja für unsere Flitterwochen, Domi und ich, nach unserer Hochzeit. Und da oben, da waren wir in Griechenland. Das sind jeweils die ersten Folgen von mehreren, weil natürlich eine ganze Kreuzfahrt nicht in ein Video passt. Logisch. Also habt ihr dann mehr davon, wenn es mehrere Videos gibt. Und ja, schaut da gerne rein, falls ihr die nicht kennt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Freude an diesem Video hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.